Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Heroes and the Generals. Wie angekündigt schon zusammen mit dem Sadahorn, Hallöchen. Jo, Leute. Jo, wir sind hier schon in die Runde reingegangen. Wir spielen jetzt gegen Russen hier, sind unterwegs mit unserem Scharfschützen und mit dem Fallschirmjäger, glaube ich. Ja, auf der Map, wie heißt, Vulture müsste es immer, glaube ich, heißt sie. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. 4 Sekunden geht's los und der Sadahorn erzählt euch gleich noch ein bisschen was zu dem Spiel und zum Unterschied zwischen WoT und dem Spiel. Jo, dann fangen wir Ja. an. Genau, also ich gehe davon aus, dass die Leute, die jetzt von Markus' Kanal World of Tanks gewöhnt sind, natürlich, dass es die interessiert, was es da jetzt für Unterschiede gibt. Ne? Also im Prinzip, man kann hier auch einen Panzerfahrer haben, bloß mit dem Unterschied, dass man hier quasi den Soldaten ausbildet und sich den Panzer kauft. Ja? Also man kann dann auch aus dem Panzer aussteigen und so als Soldat durch die Gegend rennen. Ich bin jetzt hier gerade schon mit meinem Kettenfahrzeug in den gegnerischen Einnahmepunkt, also in den Einnahmepunkt gefahren, ne? Gegnerisch ist er ja dann erst, wenn die Gegner ihn eingenommen haben. Ja, genau. Also es ist eine Art Kriegssimulator, ne? Da wurde ich schon direkt mal weggesniped, weil ich was erzählen wollte. Ja, es ist ein Kriegssimulator in der Zeit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und ja, man verdient Geld, indem man hier Spiele spielt, also Runden spielt, je nachdem, wie gut man sie spielt und wie lange man spielt. Und von den Sachen kann man sich dann beispielsweise Waffen oder Fahrzeuge kaufen. Wie zum Oh, ich hatte Beispiel deinen Schuss genommen. hier meine Sniper. Oder mein Kettenfahrzeug, was ich da hatte. Ja, und unter anderem gibt es da halt. Ach du Scheiße. Ja, den habe ich weg. Unter anderem gibt es da halt Panzer. Und dann kann man als Fallschirmjäger noch durch die Gegend rennen, ja, und als Aufklärer eben hier, als Sniper. Und dann gibt es noch die normalen Infanterie. Und natürlich auch noch einen Pilot. Ach, oh, da ist mein Fahrzeug gedient worden. Genau, ja. Dann, also das Prinzip von dem Spiel hier, ja, basiert also so auf Capture the Flag, also Flaggen erobern. Großteils zumindest, ja. Es gibt noch nicht so viele Spielmodi, aber, ich stelle mich gerade mega dumm an, aber das ist nicht so schlimm. Na dann. So, ich hätte auch schon ganz krass geschossen. Ja, wir sind auf einem Dorfscharmützel. Es gibt noch größere Maps, da sind dann auch mehr Einnahmepunkte und auch quasi andere Versionen. Zum Beispiel hier muss man einfach nur 3 Stützpunkte einnehmen und kriegt dann das Team, was am meisten Stützpunkte hat, kriegt dann immer in der Zeit Punkte, ne? Und dann gibt es noch einen Spielmodus, wie zum Beispiel, wo die 2 Stützpunkte halten müssen. Das eine Team, das sind die Verteidiger. Und die Angreifer müssen genau diese 2 dann quasi einnehmen. Das ist dann in größeren Maps. Dazu gibt es dann auch noch den Spielmodus Krieg, bei dem man doppelt EP bekommt. Der aber leider nicht so oft stattfindet, wie er sollte. Genau, ja, das ist ein bisschen selten. Ja. Obwohl es ziemlich nützlich ist bei doppelter EP. Ja, Panzer ist stark, super. Ja, ja, wir werden dann wahrscheinlich noch Runden mit anderen Soldaten machen, wie zum Beispiel dem Sniper-Typ. Den Fallschirmjäger hat der Marco jetzt leider noch nicht, aber ich habe einen. Genau. Den könnte. So, würde ich doch gerne mal Kill machen, bitte. Kill würde ich gerne machen. Weil ich stelle mich gerade in der Tat ein wenig dämlich an. Sehr krass. Also ich sitze gerade fest drin, Leute. An der MG oben als Unterstützungsschütze. Ist aber geil, man kann sich doch 180 Grad drehen. Das ist Ach, ja. Okay. Ja, genau, das Hetzergeschütz ist eigentlich ziemlich cool, aber das von der Stuck hat halt den Nachteil, dass man sehr, sehr leicht getroffen werden kann. Und nein, das vom Hetzer Alter. eigentlich auch. Wieder von den langen Gewehr gekillt von den Russen. Ja, das hier ist die Tabelle.
Ne? Kannst du ja dann auch gleich mal zeigen, Marco. Was dann Da sieht sieht die man halt Liste? die ganzen Statistiken, also seine Kills, Tode, Eroberungen und allgemein die Punkte. Upsala, wenn sie. Genau. Links sind halt die Punkte, die man hat. Das sind bei mir jetzt noch 18. Da kommen Oh. als nächstes die Kills, glaube ich, und dann die Tode. Nein. Also ein Kill und drei Tode habe ich. Danach kommt noch, das, ich glaube, Kopfschüsse und dann Panzer zerstört und Flugzeuge zerstört. Ich bin hier nur am Sterben. Ich glaube, ich versuch's mal. Oh. Ah, ich kann keine Befehle. Okay. Ja, ich versuch's jetzt dann nochmal. Weil ich gerade eben bin ich irgendwie am Dauersterben. Ja, ich auch. Wie läuft's gerade? Immer so. So, ich glaube, ich gehe jetzt mal außen rum. Ja, für unser Team sieht's auch nicht so gut aus. Wir verlieren gerade einen Stützpunkt. Ja, warte mal. Leute, da ist übrigens die Map hier. Habt ihr in der Hand, also keine Minimap unten rechts. Sieht auch ganz nice aus. Was steht denn hier? Da sehen wir Jetzt hat O1 mich. ist. Was war denn das? Gerade zoomen wir Ja, rechts aber durch. jetzt ist er noch nicht gestorben, tatsächlich. Also O1 und O2 sind eingenommen. Ne, O3. Boah, was schießt denn hier? Ach du Scheiße. Jo, ja, nee, ich schieß mit der Panzerfaust auf mich, genau. Die Näherung ändern. Ja, man muss hier einstellen die Entfernungen, ne, damit er besser trifft. Hast du einen Ich habe Scharfschütze? aber trotzdem nicht. Ja, genau. Na dann. Bin hier irgendwie gerade immer noch ein bisschen dämlich. Treffe einfach nicht. Ich treffe gerade einfach nicht. Naja. Ich kann, also ich, hier, genau, wenn man Truppanführer ist, dann kann man auch Befehle geben und wenn die befolgt werden, gibt es natürlich entsprechend EP. Genau. So. Geil. Der Marco kann aber noch keine Befehle geben, weil denn sein Rang zu niedrig ist. Ah, toll, erstmal schön daneben geschossen. Schade. Stehe ich hier nur rum und. Ah, Gott, bei mir ist einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, toll. Oh, sogar zwei waren das Ah, hier. jetzt wurde ich auch noch von der Seite getötet. Also läuft gerade nicht, läuft gerade nicht. Nee, nee. Und für die Ressourcen für den Fallschirmjäger sind, glaube ich, auch schon nicht vorhanden. Ja. Das sind ja keine Flugzeuge hier, ja. Leider, leider. Weil den fände ich jetzt persönlich viel besser. So, ich glaube, ich jetzt einfach mal. Ja. Ich gehe mal auf den Sniper. Nicht auf den Sniper, sondern auf den Infanteristen. Ob Tut ich da es? ein bisschen besser machen kann. Problem ist natürlich auch, ne, dass man Abzüge kriegt vom Gewinn für die Sachen, die es einem im Spiel gekostet hat, quasi. Ne? Also wenn du jetzt ein Fahrzeug spawnst und mit dem Fahrzeug stirbst oder das Fahrzeug wird zerstört, beispielsweise, dann wird es dir von deinem Endgehalt der Runde abgezogen. Boah, Schiffspanzer, ach du Heiliges. Das kann dann natürlich auch schnell ganz schön teuer werden. Deswegen kann man nicht so. Das Kacke, jetzt steht da ein Panzer rum, ey, ich glaub's nicht. Unmöglich, von T-35-85. Da hätte ich jetzt gerne mein Objekt. Ja, das ist weg. Mein Objekt hätte ich jetzt gerne. Wo ist denn hier die Panzerfäuste? Hier waren noch Panzerfäuste. Da. Oh, da werden wir wieder beschossen. Ja. Ich geh mal versuchen, den Panzer zu killen. Was ist das? Hast du Abwehrgranaten oder Panzerschreck? Nee, aber ich hab ne Panzer-Dingens. Ne? Ne Panzerfaust. Aus der Base. So, ja gut, aber da brauchst du ja mehrere, um das Ding zu machen. Der Kollege ist. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Ah, Gott, oh Gott. Der ist, glaube ich, untergegangen. Jetzt, ja, jetzt ist Nein, Wasser. dieser scheiß Panzer. Nein, das ist Wasser. So. Wir sind schon mal halt drüber angekommen, das ist ja schon mal Gott, was. jetzt werde ich angefangen. Boah, ich wurde wieder gewone-shottet. Woher denn jetzt? Ich versuche, Alter. ein bisschen zu snipen. Sechs Tode habe ich schon und ein Kill, das ist ja schon mal was. Ja. Ja, Das ist also, super. nur so, ne? Wir sind immer so weit, ne? Aber gerade läuft es nicht. Gerade läuft es nicht.
Die letzten Tage läuft schon nicht so gut, ja. Aber ich hatte auch schon Vergreifung. So, kommen wir hier rum. Ja, aber manchmal läuft halt einfach nicht. Ja, das ist ein Problem, ja. Wollen wir mal gucken, ob man das noch reißen kann. Da ist Wasser. Der kriegt schon geschossen, ich bin hier nur am Zielen. Ach nö, jetzt hab ich drüber geschossen. Da einer bei mir. Ah, da. Ja, hier einer bei mir. Nee, ich hab grad einen Motor direkt neben mir gehört. Ja, jetzt kann ich hier gleich wieder zurückfahren, jetzt muss ich wieder den Panzerfaust holen, schade. Man dann normalerweise nicht immer viel weiter drüber halten. Bei der Panzerfaust? Ja. Eigentlich schon, ja. Oh, oh, jetzt bin ich. Oh. So, ja, da, das war doch ein schöner Kick. Ah, da hat er gesprungen, ja, das war gut. So, dann mal zurück zur Base. Ist er gesprungen? Ja. Dann hab ich wenigstens etwas gemacht mit dem Gefecht. Bam, da war er weg. So, zwei schöne Kills, das geht auch wieder. Super. So. Ja, gut, das geht ja. Dann muss ich auch noch ein bisschen mehr rausholen. Ah, da bin ich. Du kriegst was gefangen, ja. Also. Ja, also die Sniper hat eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, One-Hit-Kill zu machen, also mit einem Schuss quasi zu töten. Was natürlich ziemlich stark ist. Oh, das war nicht so gut. Was man aber nicht immer so sehr bemerkt, dass sie so stark ist. Weil es halt auch manchmal kann man gar nicht so schnell reagieren, wenn da einer mit einer Maschinenpistole kommt, dann kannst du da eigentlich nicht mehr viel machen. Ja. Unglaublich, immer diese Maschinengewehre. Das ist echt. Ja. Die ganze habe ich nur gekillt, das ist echt schlimm. Ja, ich bin ja jetzt schon hier hinten und warte so ein bisschen, ja, und snipe so auf unsere Hauptbasis eigentlich, die aber schon die Gegner jetzt seit Urzeiten eingenommen haben. Treff auch ab und zu mal. Ah, okay. Wir nehmen ein. Jetzt kann ich jetzt wieder ein bisschen Action reinbringen. So. Dann fahr ich auch mal zu der Base. Da ist ein Gegnerpanzer? Nee. Aber da ist ein Gegner. Jo. Ah, hab ich schon wieder. Kann man hier eine Ansicht machen? Gibt's auch. So schön ins Haus reingehen, damit uns der Panzer nicht abschießen kann. Oder alles andere, was da sonst noch. Oh Gott, da kommt hier einiges. Oh, da ist einer. Also einen von denen habe ich gerade. Nein, eine Panzerfaust. Ah, super. Warum hat der denn auch eine Panzerfaust? Das ist ja voll unfair. Alter. Das war nicht nett von dem. Aber ich habe einen Kill gemacht, ich habe jemanden überfahren. Oh Gott. Meinen einzigen Kills in dem Gefecht habe ich durchs Überfahren gemacht. Ja. Das ist schon leicht bitter. Auch ein Nachteil, finde ich, ist natürlich, jetzt gerade eben wurde ich so richtig abrupt getötet, ne, von der Granate, weil man gar nicht gemerkt hat, dass die Granate überhaupt da gewesen ist, ne. Also man hat es vielleicht gehört ein bisschen, ja, aber man merkt es nur schwer und man sieht die auch nicht richtig. Ah, also zum O2 verloren. Hat man schon wenig Chancen, dann auch wegzukommen, wenn da eine Granate drin ist. Und O1 verlieren wir auch gerade. Ich versuche gerade O2 wieder zu verteidigen. Wenn ich jetzt da hochklettere, dann werde ich sterben, oder? Ja. Ich versuche gerade O1 zu verteidigen, aber das klappt glaube ich nicht. Ah, Mann. Ich hätte noch einen kleinen Moment gehabt, den abzuschießen, aber den hat er mir dann doch noch genommen. Ja, das ist, sieht nach einer schweren Niederlage aus. Ja. Nicht nur fürs Team, sondern meine KD ist auch nicht gerade so das Beste, was ich je gebracht habe. Ja. Der Ruski ist weg. Oh, oh. Schieß mich. Der überfällt mich wieder. Oh, hier sind 5 Gegner, alles klar. Keine Fragen mehr. Ich kann mal wieder Befehle geben, aber wir haben ja eh nicht eingegangen. Oh, oh Leute, ja. Ja, wir haben gleich verloren, ja, also. Ja. Ja.
Das war nicht so ein guter Kampf. Ich gebe aber trotzdem mal 3 Sterne. Jo, so, nimm mal die Runde her. Ja. Nimm mal her. Gut, na dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Die Endauswertung kann man leider nicht zeigen. Das geht mit dem Aufnahmeprogramm nicht, weil das irgendwie Ja. bei Heroes in General so komisch gemacht ist. Deswegen bleibe ich hier auch im Endbildschirm quasi hier von der Schlacht, ja. Genau. Ja, wir verabschieden uns und bedanken uns natürlich fürs Zuschauen. Schaut beim Sadahorn auf dem Kanal auch mal vorbei. Den packe ich natürlich bei mir in die Videobeschreibung rein. Genau wie den Link zum Spiel. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen oder ein Abo würden wir uns natürlich immer freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.